Für uns geht es ins Disney Springs und Minigolf spielen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Walt Disney World. Für uns ist es noch Tag 1, für euch ist es Vlog 2. Wir sind gerade aus Typhoon Lagoon mit dem Bus zu Disney Springs gefahren. Hat alles reibungslos funktioniert, aber die Busse hier funktioniert einfach. Ist alles super. Wir gehen jetzt was zu essen suchen hier in Disney Springs, vielleicht in den einen oder anderen Shop. Und dann geht's zum Minigolf spielen, ja, Disney Minigolf. Und da nehme ich euch natürlich wieder mit. Ich habe jetzt mal Ohren angezogen, obwohl ich jetzt nicht meine liebsten Ohrenfrisuren habe, egal. Ich habe mich ja jetzt nicht so krass auf diesen Trip vorbereitet, aber was ich gesehen habe, ist, dass das Paradiso 37 richtig gut sein soll. Da gibt es zum Beispiel Loaded Fries. Wir haben keine Reservierung. Wir gehen erstmal, wir gucken einfach mal, ob wir einen Platz kriegen. Wenn nicht, gibt es hier auch tonnenweise andere Alternativen. Also verhungern werden wir hier nicht. Es ist groß, es ist riesig. Ich habe mich ja beim letzten Mal auch schon verirrt. Ja, ich habe noch Google Maps parallel an. Hier gibt es Zara, hier gibt es normale Shops wie Coach, Levi's, sowas. Natürlich ganz viele Disney-Shops und ganz, ganz viele Restaurants. Unsere Vorspeise ist da, die ist aber für zwei Personen auf der Menükarte ausgeschildert und wir teilen uns die zu dritt. Loaded Fries, die habe ich vorher im Internet gesehen und Brina liebt ja sowas und deswegen haben wir uns die jetzt bestellt. Kosten 22 Dollar und ich weiß gar nicht, was da alles drauf ist. Käse, Rind, Soße, alles. Und gleich gibt es auch noch Trüffelpommes, wir haben ganz viele Pommes heute. Ja, unsere Hauptspeise ist da. Ich habe jetzt die Shrimps mir bestellt. Dazu gibt es noch Pommes mit Trüffelgeschmack. Kostet 26 Dollar. Hier gibt es den American Burger. Und Brina hat ein Chicken, Hot Chicken Sandwich. Und was wir gerade gesehen haben, die Kellnerin bringt einfach auf einmal ein neues Glas. Also gibt. Also wir vermuten, es gibt gratis Refill. Ja, richtig gut. Oh, ich muss jetzt meine Sonnenbrille anlassen, obwohl die Sonne nicht mehr scheint, aber das möchtet ihr nicht sehen. Ich sehe richtig fertig aus. Fazit zum Paradiso 37. Es war solide, es war in Ordnung, uns hat allen geschmeckt. Service war super, sehr amerikanisch, aber war gut. Ging sehr schnell. War sehr nett und ja, aber ich müsste beim nächsten Mal jetzt nicht wiederkommen. Hier gibt es die Cookies, Brina. Hier ist Gideons. Brina mag keine Cookies. Doch, wenn ich sie mache, aber nicht so Cookies, die sind wie hoher Keksteig. Und ich glaube, wir müssen dahin. Ja, wir suchen jetzt das Boot zum Yachtclub. Denn da können wir einmal das Boot benutzen, die Disney Transportation. Es gibt ja verschiedene Disney Transportation. Boot, Skyliner, Bus, was gibt's noch, Brina? Boot, Skyliner. Jetzt muss ich schnell reden, weil hier Musik gespielt wird. Achso, und die Monorail. Die Monorail gibt's auch noch. So, wir suchen jetzt das Boot und dann geht's zum Yachtclub und dann geht's zum Minigolfen. Es hat sich aber schon sehr, sehr stark zugezogen und ein Wind kommt auf. Ja, wir sind jetzt hier ja Sonntagabend und man sieht, es ist schon relativ voll geworden. Da ist ein Lego-Shop, da ist auch Walt of Disney da hinten. Werden wir es aber heute nicht machen. Wie gesagt, es ist sehr voll und wir wollen Minigolf spielen und wir wollen eigentlich relativ früh ins Bett, weil wir morgen ja nach Animal Kingdom fahren. Und der macht übertrieben früh auf. 7.30 Uhr Early Entry für Parkhotel Gäste. Ja, wir suchen jetzt die Ferry Boats. Wir haben nachgefragt, es sah tatsächlich vom Restaurant näher aus, als ich dachte. Guck mal, hier kann man so Dinger kaufen, so Wurzeln, was auch immer es heißt. Die Art Corner, ich habe keine Ahnung. Ja, ist aber sehr schön hier, aber wie gesagt, sehr, sehr voll. Da hinten sind so dunkle Wolken,
Aber wir müssen, glaube ich, in die Richtung. Da, wo es blau ist. Wir müssen in die Richtung, aber danach hinten, wo es aber wieder hell wird, glaube ich. Ja, das sind übrigens diese Boote. Die Disney Transportation Boote sind natürlich für Resort-Gäste oder generell für alle Menschen kostenlos. Ja, hier ist Goofy's Candy und Co. Shop. Da gibt es Süßigkeiten. Und da ist der Christmas Shop. Ganzes Jahr könnt ihr da Christmas Merch kaufen. Jetzt müssen wir den blauen Schirm suchen, Brina. Die Art of Disney ist da. Könnt ihr auch Kunst kaufen. Aber wir werden jetzt die Shops einmal schön umkreisen. Aber bald ist ja Weihnachten, ne? Wenn die Vlogs online gehen, ist schon fast Weihnachten, Brina. Vielleicht ist es auf Weihnachten schon vorbei. Nee, die ersten ja noch nicht. Ach, guck mal, hier malt sie Ornamente an. So we're gonna go here. Oh, under wraps too! Wieder in der Ja, wir haben jetzt hier nachgefragt. Es fährt wohl kein Boot von hier zum Yachtclub, sondern zu vier anderen Resorts. Saratoga Springs, Old Key West, French Quarter und New Port Orleans, glaube ich, heißt es. Wir werden jetzt nach French Quarter fahren und uns dann ein Uber nehmen bis zum Minigolf. Ja, war jetzt das Beste, bevor wir jetzt wieder komplett durch Disney Springs laufen zum Bus und noch da ewig. Faul. Wir wollen halt mal auch mit dem Boot fahren. Ja. Deswegen gibt's jetzt mit dem Bötchen und dann gibt's ein Uber. Und hier seht ihr mal das Port Orleans Hotel. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Wenn ihr da Interesse habt, der Jens von Mausgebabbel hat auf seinem YouTube-Kanal, glaube ich, hier einen kompletten Rundgang von dem Hotel hochgeladen. Könnt ihr gerne mal auf seinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ist ein echt schickes Hotel. Ja, wir nutzen jetzt direkt nochmal hier und füllen unsere Becher auf. Das geht ja in jedem Disney-Hotel. Oh, hier gibt es diese Station, Brina. Richtig gut. Nutzen wir jetzt noch und füllen unsere Becher auf und dann geht's weiter. Also wir sind jetzt hier mit dem Uber zum Minigolf gefahren. Wir machen mich gerade ein bisschen zum Affen. Es ist dunkel und ich ziehe mir das hier immer noch mit Sonnenbrille. Aber es geht wirklich nicht. Also normalerweise habe ich kein Problem mit ungeschminkt, aber mittlerweile sehe ich so fertig aus und müde. Und ja, ne, egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt Minigolf spielen, haben jetzt unser Getränk noch vom Port Orleans aufgefüllt. Uberfahrer war sehr nett. Wir haben jetzt für die Fahrt 8,40 Dollar bezahlt und 3 Dollar Trinkgeld. Oh, Entschuldigung. Wir wurden heute schon zweimal angesprochen, wo wir denn herkommen. Also ob wir von Deutschland kommen und wo. Und beide dieser Personen kannte Ida Oberstein. Also ist ganz bei uns. Die Metropole. Metropole Ida Oberstein. Von Amerikanern. Ja, scheinbar ist es the place to be. Ja, jetzt spielen wir noch ein bisschen Minigolf. Ich hoffe nicht allzu lang. Weil wir müssen ja morgen früh raus und ich muss gleich noch Haare waschen. Ja, es gibt ja zwei verschiedene Minigolfanlagen hier in Walt Disney World. Das hier ist ja das Fantasia Gardens. Das ist hier in der Nähe vom Swan Resort, vom Boardwalk, vom Epcot Hollywood Studios. Das ist hier ganz in der Nähe. Und ist für Resortgäste inklusive. Also beide Minigolfanlagen. Die andere Minigolfanlage ist in der Nähe vom Blizzard Beach. Und die versuchen wir auch noch zu testen in den nächsten Tagen. Aber jetzt geht es erstmal zu Fantasia Gardens. Ich bin sehr gespannt. So, wir haben jetzt hier unsere Schläger bekommen. Da. Und jeweils einen Ball. Meiner liegt gerade auf dem Boden. Und wir machen jetzt den ersten. Und das ist Toccata and
Fudge, was auch immer. Und ja, ich zeig euch das mal hier. Das ist so mit Disney-Figuren angehaucht. Überall, aber wir gehen ja gleich weiter. Ja, dann Sinan, fang mal an. Hau rein. Wow. Und? Nee. Oh, oh, nein. Ob Sinans Glückssträhne weiterhin so gut ist. Muss man jetzt eigentlich durch die Noten durchspielen? Oder an den Noten vorbei? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Was? Oh, 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 ich habe gar nicht geguckt. Der ist gesprungen. Ja, aber der heißt ja Musiktrail, glaube ich. Und da hinten ist noch ein anderes. Das ist irgendwie so wie normales. Vier bist du. Vier. Das ist wie normales Golf da hinten. Ohne Disney-Figuren, also eher langweilig für uns. Aber ich verstehe nicht, Minigolf als normales Golf. Ja, ich, keine Ahnung. Kommt, wir bleiben bei dem und das ist super. So, Brina probiert jetzt nochmal ihr Glück. Mal gucken, ob sie es schafft. Boah, jetzt. Nein! Doch, doch, doch. Kommt? Ja, ja, es kommt. Und jetzt? Weiß nicht, ob ich es gehört habe, aber es hat Geräusche gemacht. Das war cool. So. Zwei. Zwei. Was? Nee, ich meine allgemein. 18, oder? Ja. Ja, jetzt ist hier ganz wild. Hier geht der Pilz hoch und dann muss man da jetzt schnell reintreffen. Richtig cool. Boah, schon wieder fast. Und. Oh, Sinan ist Naturtalent. Ja, der, bei 1. Sinan ist Naturtalent. Sind jetzt bei Loch Nummer 6. Es gibt 18 Stück. Oh, hast leider den falschen Weg genommen. Ist ja fast wie im Labyrinth bei Alice. Ja. Dann gibt es hier so drei Rillen und dann, wenn man Glück hat. Und? Mitte. Ja, Mitte. Mitte ist der falsche. So, Loch Nummer 7. Man muss durch das Drehen, durch den Drehen, kann auch außen rum. Und? Wow. Wow. Ich glaube, da ist so ein Vogel. Wah! 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 Drei! Wah! Jetzt sind wir hier in dem Schloss, in der Burg, was auch immer, drin und ja, so sieht das aus. Relativ dunkel. Hier ist das Loch. Ja, also ist jetzt nicht mega thematisiert drin. The Pastoral Symphonie. So, jetzt. Weißt du, der schreckt trotzdem noch. Also das, eben habe ich mich so erschrocken, als Sinan das erste Mal. Ja, vor allem sagst du noch, das ist zu wenig Thematisierung. Ich habe gesagt, nee, ist zu wenig Thematisierung. Und dann kommt da noch einmal dieses Blaulicht. Oh. Das ist schon spooky. Wenn man das nicht weiß, ist das. Jetzt haben wir aber alles gespoilert im Video. So, Brina probiert jetzt hier ihr Glück. Hier gibt es nämlich auch eine Special Function. Das finde ich tatsächlich cool, dass hier dann immer noch so ein bisschen was passiert. Zwei und drei. Aber es spielt ein anderes Lied als eben bei Sinan. Ja, ich glaube, zweimal bei Sinan hat er auch mal. Boah! Loch Nummer 13. Ja.
So langsam werde ich richtig müde. Jetlag und so. Aber ziehen wir jetzt noch durch. Sind jetzt bei Loch 14. Hinten lief schon Feuerwerk da irgendwo. Ist irgendwo Epcot. Hört man hier das Höhenfeuerwerk. Harmonious. Ja, aber ich merke jetzt schon wieder die Müdigkeit. Jetzt schlägt es bei mir so ein. So, hier muss man den Ball über das Wasser kriegen, aber ist jetzt nicht so spektakulär. Ja, irgendwie höher oder so. Irgendwie ist es komisch. Da ist was falsch. Wie fängt es an, nass zu werden? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott! Das ist crazy! Bahn Nummer 17, die vorletzte, ist hier tatsächlich mit Mickey Sorcerer, richtig süß. Und ja, die Eimer waren crazy, wie das Wasser da rauskam. Ja, und dann sind wir gleich schon beim letzten, und zwar bei Merlin, so wie es aussieht. Ja, da ist übrigens Hollywood Studios, da hinten ist Epcot, da läuft gerade auch das Feuerwerk, ja. So, letzte Bahn und der Ball versinkt im Strudel. Im Nirvana. Und okay, da seht ihr unsere Ergebnisse. Aus mir wird kein Minigolf-Meister. Ich habe 68 Punkte, Brina 62 und unser Gewinner hier, der Sinan mit 57. Der Könner, obwohl er so zwischendurch eine kleine Pechsträhne hatte mit seinem pinken Ball. Ja, das Problem lag ja schon der Ball. Ja, aber ja, war cool auf jeden Fall. Und wir fragen jetzt noch nach, was es gekostet hätte, wenn man kein Resort-Gast ja ist. Ja, also wir haben geschaut, es kostet 14 Euro für Erwachsene. Dollar. Ja, stimmt. Ich komme immer noch nicht geil. 14 Dollar, Entschuldigung. Und es hat von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends geöffnet. Finde ich eine richtig gute Öffnungszeiten. Denn wenn ihr abends irgendwie noch nichts vorhabt, wie wir jetzt nach Typhoon Lagoon, kann man hier sehr gut hinkommen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir werden jetzt ins Hotel gehen. Und damit verabschiede ich mich euch. Ich werde jetzt nicht mehr die Sonnenbrille rauspacken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Da seht ihr übrigens die Uhrzeit. 9:30 Uhr haben wir. Ja, wir gehen jetzt ins Bett. Morgen geht's nach Animal Kingdom.